Also, so unmittelbar nach dem Film darf ich sagen, dass ich wirklich sprachlos bin, weil es gar keine wirklichen Worte gibt, weil das, was ich da gesehen habe, sowas habe ich noch nie gesehen. Also ich glaube gar nicht, dass es diese Art von Film überhaupt gibt. Also es ist eine absolute Weltpremiere gewesen. Was ich erlebt habe, sind Menschen gewesen, die sich unglaublich offenbart haben, die ganz viel von sich gezeigt haben, die tief in ihre Seelen haben blicken lassen, die unglaublich furchtlos uns alle teilnehmen lassen an ihrem Leben, aber auch an ihren Gedanken, an ihrem Scheitern, wobei es eben ja auch, das erzählt der Film, gar kein Scheitern gibt. Das Leben zeigt uns irgendwann so einen Punkt, wo es sagt, so geht's halt nicht mehr weiter. Aber es will nicht sagen, du hast versagt oder du bist gescheitert, sondern wir schlagen einen anderen Weg ein. Und, dein Termin war gut alles? Ich sehe drei Beziehungen, wo sich Menschen so viel geben, aber eben auch sich konfrontieren mit ihren Ängsten und auch mit der Familie, mit dem Alleingelassenwerden. Also es ist ein unglaubliches Puzzeln, was sich da zusammensetzt über diese fast 2 Stunden, glaube ich. Und das eben auch noch mit diesen unfassbaren Naturbildern, also den Bergen. Und wir dürfen als Zuschauer und Zuschauerinnen diesen Adlerflug einnehmen und von oben das Leben betrachten und merken, wie frei wir sind und sein dürfen. Ich glaube, am meisten hat mich berührt, dass es eben alles ist, also die Verbundenheit zu begreifen, dass dieses wunderschöne, starke Bild am Schluss des Baumes, die Metapher, der Baum wächst in den Himmel und ins Unendliche und hat Beziehung nach oben und er wächst auch nach unten in die Erde und verwurzelt sich und ist mit den anderen Bäumen, auch mit der Natur, ganz tief verbunden. So wie auch, was der Film erzählt, wir Menschen miteinander verbunden sind. Und wenn wir das sehen, dass wir aufeinander vertrauen können, dass wir loslassen können, dass wir uns fallen lassen können ins Leben selbst, in dieses Urvertrauen, dass dann wirklich alles möglich ist. Das ist so der Herzschlag, den ich so in mir trage und den habe ich so wunderbar jetzt in diesem Film, mit so viel Freude und Enthusiasmus erleben dürfen, dass es einfach eine unglaubliche Bereicherung ist, ihn gesehen zu haben.